allen Diskussionen, die es zurzeit vorherrscht, um die Frage, welches Bitcoin-Wallet für Bitcoin-Neulinge, Anfänger, Anfängerinnen, wie vielleicht für dich, am nützlichsten sind, bin ich drauf gekommen, dass Phoenix Wallet, beziehungsweise wenn man das genauer bezeichnet, Phoenix Bitcoin Lightning Wallet, das wirklich eines der einfachsten und nutzerfreundlichsten Bitcoin Wallet ist für Neulinge, für Bitcoin-Neulinge, für Anfänger, Anfängerinnen, simpel zu benutzen, weil es die technischen, komplizierten Prozesse in den Hintergrund drängt. Und alles, was man dazu braucht, ist ein bisschen ein Bruchteil von einem Bruchteil eines Bitcoins. Herzlich willkommen zur Dabani Connection Show. Mein Name ist Kevan Wo kann man am besten Bitcoin erhalten, kaufen, bekommen? Also es gibt diverse Exchanges. Also wenn du in Österreich, Schweiz, Deutschland, es gibt so viele Exchanges. Es gibt etliche, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, die vertrauenswürdig sind, die unkompliziert sind, die auch, sage ich mal, mehr transparent sind. Ob das jetzt Exchanges sind wie in Österreich, die Coinfinity ist, die auch einen super Service anbietet, oder nicht KYC, also wo man sich nicht identifizieren muss, über Azteco, einfach über Telegram oder diverse andere Kanäle, Plattformen, wo man sich diese Voucher, Bitcoin-Vouchers einfach kaufen kann, indem man einfach das Geld überweist auf einen, es ist quasi semi halb KYC, aber man muss ja irgendwo dann auf die Bank halt den Betrag einfach zahlen, zum Beispiel auf einer irischen Bank gegenüber der EU, und kriegt dann automatisiert dann sofort innerhalb kürzester Zeit die Voucher, und diesen Voucher kannst du dann einlösen mit der Phoenix Lightning Wallet. Ansonsten gibt es diverse andere Plattformen, BISC Exchange, ja, die dezentralisierte Plattform, ist auch eine ganz großartige Plattform, einfach Peer-to-Peer, direkt von Person zu Person, einfach Fiat-Geld gegen Bitcoin kaufen. Dann die Website ist phoenix.async.co. Sind die Leute, die das im Hintergrund, das Lightning-Node für dich quasi betreiben. Ja, das heißt, du musst denen nicht den Kopf zerbrechen, wie du da welche Zahlungskanäle, Channels und so weiter kreierst und so weiter, sondern das wird alles in den Hintergrund verschoben, und du brauchst im Prinzip nur mehr senden und empfangen, einscannen, einlösen, die Lightning-Adresse oder LN-URL zum Beispiel einfügen, falls es eins gibt. Du kannst Lightning, aber auch On-Chain, Bitcoin On-Chain machen. So, und die Website von Async, also acinq.co, geht einfach nur um die Simplizität, die Komplexität in den Hintergrund verschieben und die Instrumente, die Tools einfach dem Nutzer, wie zum Beispiel dir, einfach zu geben, damit du dann Bitcoin-Transaktionen, ob jetzt über Bitcoin On-Chain, ja, oder über Lightning, das innerhalb von Bruchteilen von Sekunden geschieht, durchführen kannst. Noch einige wichtige Informationen. Ab dem 1. November 2023 gibt es ein neues Upgrade, eine neue Version von Phoenix, wo es dann auch keine Swap-Lines oder Fly-In-Channels oder wie das auch immer heißt, geben wird dann die technischen Details, also technischen Prozesse bleiben weiterhin im Hintergrund. Es wird, glaube ich, alles noch einfacher, übersichtlicher. Wenn du dann weiter fortgeschritten bist, kannst du dein Bitcoin Wallet, dein Phoenix Lightning Wallet dann mit deinem eigenen Node, ob das jetzt Electrum Server oder wenn du ein MyNode hast oder was auch immer, welches Werkzeug du auch immer hast, kannst du dann sozusagen zum Beispiel mit einem Electrum Server oder Onion Adresse verbinden. Also die Serveradresse Doppelpunkt Port. Aber darauf werde ich auch später ein bisschen zu sprechen kommen. Ich werde das auch alles zeigen. Mit dem Wallet, mit dem Demo-Wallet, auch auf dem anderen Handy. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Privatsphäre und was man doch tun kann bei Phoenix Wallet. In den Einstellungen gibt es eben den Knopf Tor, das kann man aktivieren. Kann aber auch zu Verzögerungen kommen. Manchmal muss man das Ganze ab und zu mal neu starten oder es kann vielleicht verzögern oder man braucht irgendwie eine stabile Verbindung. Aber der Grund ist der, dass Async, er betreibt sozusagen das Lightning-Node im Hintergrund und versucht sozusagen die Transaktion so schnell und als effizient wie möglich. Das ist eine Präferenzsache natürlich, dein Wallet mit einem eigenen Server, also Electrum-Server, oder wenn du einen eigenen Node hast, MyNode zum Beispiel, oder mit der Onion-Adresse, Doppelpunkt Port, ja, mit der Portnummer, das Ganze verbinden, und das erhöht deine Privatsphäre. Und so ist das auch dann nicht mehr so transparent. Das heißt, die Leute, die das dann im Hintergrund betreiben, wissen dann nicht sozusagen die Destination, ja, vom IP, ja, von der IP-Adresse oder vom IP-Server.
Also es erhöht auf jeden Fall die Privatsphäre. Es ist alles eine Einstellung, da werde ich noch direkt im Tutorial das dann ein bisschen drauf eingehen. Ansonsten braucht man das nicht noch mehr zu verkomplizieren. Die Themen sind wirklich unerschöpflich. Also nach allen Abwägungskriterien finde ich Phoenix eines der wirklich nutzerfreundlichsten, einfachsten, simplesten Bitcoin-Lightning-Wallets, um einem Neuling das sozusagen vorzustellen. Und wenn du eine andere Meinung hast oder wenn du eine andere Idee hast, welches Wallet am besten ist für Bitcoin-Neulinge, dann bitte schreib mir einen Kommentar, schreib mir E-Mail. Also nach allen Abwägungskriterien finde ich wirklich Phoenix eines der besten Bitcoin-Wallets, weil es einfach alles automatisiert. Man braucht da jetzt nicht großartig da jetzt nachdenken oder überlegen, was man da jetzt tut. Ja, falls du mich dabei unterstützen möchtest, bitte nutze die Links, die ich dir zur Verfügung stelle, ob das jetzt die Hardware-Wallets sind oder der Azteco-Links, wo du dir über Telegram automatisiert ein Voucher kaufen kannst, mit deinem Phoenix-Wallet dann einlösen kannst, indem du einfach den QR-Code einscannst. Ansonsten bedanke ich mich für deine Unterstützung, für dein Feedback. Schreib mir einfach, ob du irgendwelche anderen Fragen hast. Mein Name ist Kevan Davani und ich bin der Host der Kevan Davani Connection Show oder kurz der Davani Connection Show. So, die einfachste Art und Weise, die Phoenix Bitcoin Lightning Wallet downzuladen und zu installieren, ist über die Google Play Store, beziehungsweise falls du das nicht bevorzugst, kannst du das auch über die GitHub Release Seite von Phoenix downloaden. Ich werde dann all diese Informationen und Websites von Phoenix als auch von Async, die das Lightning Node im Hintergrund betreibt, in den Shownotes hinzufügen. So, ich habe das Ganze downgeloadet, installiert, habe natürlich noch immer 0 Sats, 0 Bitcoin. Da steht auch, Sie haben bis jetzt keine Zahlungen vorgenommen. Verwenden Sie die Schaltflächen Empfangen und Senden unten auf diesem Fenster, um loszulegen. Schauen wir uns mal zunächst mal einige Details an. In den Einstellungen über Phoenix kannst du einfach darüber lesen, was das ist. Ein Bitcoin-Wallet, das Lightning-Netzwerk zum Senden und Empfangen von Zahlungen nutzt. Es ist eine kostenlose Open-Source-Software, entwickelt von Async unter der Apache 2. Lizenz etc. Dann die Sicherung des Schlüssels, ganz wichtig, Eigenverantwortung übernehmen, absolut sorgfältig und vorsichtig bitte aufschreiben, keine Screenshots machen, kein Fotografieren, einfach nur klassisch niederschreiben auf ein Blatt Papier und dann am besten auf ein Metall einstanzen, kannst du überall bekommen, Platten bzw. oder laminieren, auf jeden Fall so sorgfältig als möglich und so paranoid als möglich diese 12 Wörter verwahren. Ja, da sind diverse andere Informationen, die jetzt nicht so wichtig sind. Privatsphäre, ja, also man kann da alles Mögliche darüber lesen. So, ich gehe nochmal zurück auf die allgemeinen Einstellungen an sich. Da kann man eben die Bitcoin-Einheit, also Satoshi am besten, Sats, weil ein Bitcoin sind 100 Millionen Satoshis oder Sats. Fiat-Währung habe ich eingestellt und dunklen Hintergrund, falls du das bevorzugen solltest. Dann Zahlungsoptionen. Ja, also da gibt es viele Details, die ihr euch einfach selber durchlesen könnt. Zahlungen habe ich eben noch nicht unternommen. Benachrichtigungen habe ich auch noch keine. Zugriffskontrolle, du kannst die Bildschirmsperre natürlich aktivieren, mit Fingerabdruck oder nicht. Zugriffskontrolle, Wiederherstellungsphrase eben, ja, die solltet ihr euch ganz sorgfältig und vorsichtig bitte nirgendwo aufschreiben, überprüfen, 3-mal, 4-mal, 5-mal und dann müsst ihr diese 2 Boxen anklicken. Ich habe eine Wiederherstellungsphrase sicher verwahrt. Ich verstehe, dass ich bei Verlust meines Geräts und meine Wiederherstellungsphrase das Guthaben meiner Wallet verliere. Ja, gesagt. Und beim Wiederherstellungsphrase, also wie gesagt, da ist eben, ich werde sowieso die Wallet dann noch, also am Ende dieser Demonstration, dieses Tutorials löschen, weil ich das Ganze jetzt transparent mache, aber das ist quasi, das sind meine 12 Wörter. Es ist ein BIP 39 Seed mit Standard BIP 84, Ableitungspfad, nicht so wichtig, aber es ist einfach ein Standard. Und die bitte sorgfältig aufschreiben, 3-mal, 4-mal überprüfen und ja, und dann eben diese 2 Boxen, diese 2 Felder anklicken. Tor, zwecks Verbesserung der Privatsphäre anklicken oder aktivieren. Du kannst natürlich, wenn du fortgeschritten bist, dann auch dein Wallet mit dem Electrum-Server oder deiner Electrum-Server-Onion-Adresse über Tor das Ganze also verbinden. Kanäle schließen, ja. Ich habe jetzt nichts da drinnen, aber darauf kommen wir noch zu später. Wallet hat keine Kanäle, die für eine Schließung in Frage kommen.
aber das, da kannst du eine Bitcoin-On-Chain-Adresse quasi angeben, wo das Ganze dann hingeschickt wird. Und wenn alle Stricke reißen soll, das ist wirklich in alle äußersten Notfall, es ist kein magisches Allheilmittel, aber falls zum Beispiel die Leute, die das im Hintergrund des Lightning-Node betreiben, dauerhaft verschwinden, dann kannst du mit deinen 12 Wörtern und mit dieser Adresse auf Sparrow zum Beispiel oder irgendwo, wo du ein Hot Wallet einrichten kannst, deine 12 Wörter eingeben und dann eben dein Guthaben wieder finden und zurückerhalten. So, das Ganze schaut dann eben so aus. So, das ist eben die Main-Oberfläche. Wenn ich jetzt auf Empfangen gehe, steht eine Gebühr beim ersten Mal eben von 2984 Sets, das sind 0,85 Cent, kann erforderlich sein, um jetzt diese Zahlung zu empfangen. Tippen, um dies zu konfigurieren. So, und falls es keine Lightning-Adresse gibt, ja, falls zum Beispiel irgendwer von einer Exchange oder von einer Wallet kein Lightning hat, kannst du natürlich auch die Bitcoin-Adresse verwenden. Eine ganz normale On-Chain-Bitcoin-Adresse. Aber nachdem Phoenix eine Bitcoin-Lightning und aber auch On-Chain-Wallet ist, verwendet man primär grundsätzlich die Lightning-Adresse. Aber darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Und natürlich kannst du auch eine LNURL-Link verwenden, falls du zum Beispiel einen Voucher hast, ein Bon oder irgendein Gutschein, den du einlösen möchtest, Sats, Bitcoin einlösen, dann kannst du diese LNURL-Link eingeben oder mit der Kamera eben den QR-Code einscannen und dann kannst du das Ganze einfach automatisch einlösen. So, ich habe jetzt auf meiner eigenen Wallet schon meine ein bisschen Sats, und zwar auf meiner eigenen Phoenix Wallet, und ich kann das Ganze jetzt mal aktiv aufmachen. Das ist jetzt meine Wallet. So, wenn ich jetzt nochmal zu meinem Demo-Wallet gehe, ja, das ist eben zum Beispiel, ich kann auch eine Rechnung, ja, ein Invoice, eine Rechnung mit einer Beschreibung, Test zu empfangen, ja, kann ich auch ausfüllen und das dann sozusagen dann verschicken. So, das ist jetzt eine Empfängeradresse über Lightning. Und ich werde das Ganze einfach mal zum ersten Mal mit einer ersten Transaktion auffüllen. So, ich kann jetzt sagen Send. So, jetzt kann ich über meine Wallet, sagen wir mal, 5000 Sats, ja, das sind 1,42 Euro, an diese Adresse, die ich soeben, an diese Lightning-Adresse, die ich soeben gescannt habe, versenden. Und voilà, ist schon versendet. Und wenn ich jetzt da in die Wallet hineinschaue, und es ist, Lightning ist einfach so gut wie simultan in Synchronizität. Es ist einfach ganz schnell gegangen. Und natürlich habe ich jetzt keine 5000 Sats, sondern mir wurden 2218 Sats abgezogen. Aber ich habe den Betrag erhalten, sozusagen nach Abzug der Gebühren und der meiner Gebühren. Und wenn ich jetzt zurückgehe, habe ich quasi auf dem Mainscreen die erste Transaktion. Natürlich auch mit keiner Beschreibung, ich habe auch nichts dazu geschrieben, keine Notiz. Aber das ist, und so einfach geht das. Und jetzt können wir das Ganze natürlich umgekehrt machen, indem ich jetzt auf Senden gehe. Ich gehe auf eine Empfängeradresse. Das ist eine, wie gesagt, auch eine ganz normale Lightning-Empfängeradresse. Ich kann natürlich auch, wie gesagt, falls es von einer Wallet gesendet wird, die eben keine Lightning-Funktion hat, ja, dann kann ich natürlich auch eine Bitcoin-Adresse aktivieren. Die beginnt mit BC1 und da steht auch dabei, es ist keine Swap. Das ist eine Swap-Adresse. Und das ist das Einzige, was nicht deine Kontrolle unterliegt oder deines Wallets unterliegt, sondern das ist eine On-Chain-Deposit, also eine On-Chain-Hinterlegung, die wird dann quasi dann automatisch zu einem Lightning-Channel umgewandelt, sobald das bei deinem Phoenix-Wallet dann ankommt. Ja? Also es kann ja sein, dass jemand zum Beispiel ein Wallet hat, aber mit keiner Lightning-Funktion, dann kann man das Ganze natürlich ganz normal über Bitcoin On-Chain schicken und dann wird das Ganze automatisch zu einer Lightning, das ist der einzige Zwischenprozess, wo man sozusagen Vertrauen haben muss, dass das einfach automatisch auch vervollständigt wird.
Und das Deposit muss mindestens 10.000 Sats betragen und die Gebühr ist 1%, das sind ca. 3.000 Sats dann, ja, Minimum. Ja. So, aber in diesem Fall brauchen wir das jetzt nicht, aber gut zu wissen, ja, wenn du jemanden hast, der dir Bitcoin oder Sats schicken möchte von einer Wallet oder von einer Exchange, ja, die eben keine Lightning-Funktion haben. So, jetzt kann ich meine Lightning-Empfängeradresse einscannen. So, und da sehe ich schon Senden an. Jetzt brauche ich nur noch den Betrag. Ja, am besten ist natürlich, weiß ich jetzt nicht, wie hoch die Gebühren sind, weil die müsste ich jetzt vorher abziehen, wenn ich quasi die Gesamtmenge von dem Betrag versenden möchte. Also ich kann nochmal zurückgehen und ich kann nochmal auf Senden gehen. Nein, sagt mir das nicht. Okay. Nochmal, hier ist meine... So, sagen wir mal, ich gehe auf 2700. Wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Aha, Gebühr sind 14 Sats, das heißt, das sind dann 2772, sind 2668, ja. Gut, und somit gehe ich jetzt auf Zahlen. So, jetzt habe ich noch 99 Sats übrig. Ich habe soeben 2682 versendet. Jetzt kann ich das Ganze noch einmal so, jetzt sehe ich auf meinem Handy, es ist angekommen. Keine Beschreibung natürlich. Ich habe keine Notiz hinzugefügt und wenn ich jetzt auf mein Mainscreen gehe, sehe ich natürlich die letzte Transaktion, 2668 wurden mir überwiesen, ja, von meinem anderen Wallet. Und das können wir das Ganze noch einmal wiederholen, indem ich noch einmal auf Senden gehe. Ich gebe am besten ein 94 Sats, wenn ich das Ganze sozusagen verschicken möchte, gehe ich auf Zahlen. So, und jetzt habe ich 0 Sats. So, das Ganze wurde versendet. Ich schaue nochmal auf meine Wallet. 94 Cent Sats erhalten, also Satoshis. Keine Beschreibung. Und ich sehe hier die letzte Transaktion. No Description. Keine Beschreibung. 94 Sats Satoshis erhalten. Und hier ist mein Gesamtsaldo. Ich möchte nochmal zurück auf die Hauptseite. Ich habe jetzt 0 Sats. Wie gesagt, in den Einstellungen kannst du diverse technische Details dir durchlesen. Und wie gesagt, wenn dir jemand Sats oder Satoshis Bitcoin versendet von einer Exchange, von einer Wallet, die keine Lightning-Funktion hat, dann kannst du natürlich auf Bitcoin-Adresse gehen. Ja? Also nochmal empfangen. Oder du kannst auch eine Rechnung erstellen, indem du die Beschreibung hineinschreibst, wie viel Sats und dann Rechnungen und das Ganze dann verschicken. Also ich könnte jetzt sagen, Test 100. Ich habe jetzt natürlich keine Sats mehr da drinnen. Rechnung erstellen. So, und das kann ich jetzt an jemanden verschicken, der das Ganze dann einfach nur, also das ist die Rechnung, das ist die Invoice, einscannen und dann einfach kann mir derjenige, der mir das einscannt, mir auch genau diese 100 Sats dann schicken. Wie gesagt, LRURL-Link kann ich auch, indem ich, wenn ich etwas einlösen möchte, ein Voucher, ein Bon, ein Gutschein oder über Satsback oder Azteco, da kann ich ja meinen Voucher kaufen und das Ganze einfach wird dann automatisch eingescannt, abgelesen und dann einfach eingelöst und dann sehe ich einfach die Transaktion auf der Hauptseite. Ja? Gut, ich glaube, das war's dann schon. Wie gesagt, bei den Einstellungen kannst du dir zwecks Verbesserung dann auch das Tor aktivieren. Es ist jetzt im Moment deaktiviert.
aber es würde auf jeden Fall deine Privatsphäre verbessern. Zahlungskanäle, ja, da habe ich eben gehabt, jetzt habe ich 0 von 17.959 Sets. Wie gesagt, der Async betreibt eben, also du hast, was du hier hast, ist eigentlich ein Lightning-Node, ja, auf deinem Handy, auf deinem Mobile-Phone. Ja. Also es verschiebt die ganzen Komplikationen oder die komplizierten Prozesse quasi in den Hintergrund und du kannst ganz normal, auch bei einem Bitcoin-Automaten zum Beispiel, kannst du ganz normal empfangen, senden und falls der Automat zum Beispiel auch eine Lightning-Funktion hat, kannst du das gewöhnlich wie immer über Lightning auch versenden, deine Sets oder eben über Bitcoin on-chain. Also nach allen Abwägungskriterien finde ich Phoenix eines der wirklich nutzerfreundlichsten, einfachsten, simplesten Bitcoin Lightning Wallets, um einem Neuling das sozusagen vorzustellen. Und wenn du eine andere Meinung hast oder wenn du eine andere Idee hast, welches Wallet am besten ist für Bitcoin-Neulinge, dann bitte schreib mir einen Kommentar, schreib mir eine E-Mail oder